In der ersten Session dreht es sich um das Thema Diversität, Empowerment und Gleichstellung. Und mit der legitimen Frage, mehr Schein als Sein, wollen wir auch mit den Speakerinnen diskutieren, was es mit Gleichstellung, Diversität und Empowerment im Fußball auf sich hat. Wo stehen wir, wo wird gehandelt und was muss ich noch tun? Ich freue mich ganz herzlich, unsere SpeakerInnen begrüßen zu dürfen und würde einsteigen mit Christian Rudolph. Christian Rudolph ist seit über 10 Jahren aktiv und macht sich für Vielfalt im Sport stark. Hi Christian, da bist du. Hallo, ich freue mich. Du bist Mitbegründer der Faninitiative Fußballfans gegen Homophobie. Du bist im Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverband Deutschland aktiv und bist Leiter der ersten Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball, Team Out and Proud, ein gemeinsames Projekt vom DFB und vom LSVD. Wir freuen uns ganz herzlich, dass du dabei bist heute, Christian. Als nächstes freue ich mich, Tugba Tikal zu begrüßen. Tugba setzt sich ein, hi Tugba, da bist du. Du setzt dich ein für Empowerment von Frauen. Du bist Co-Founderin von Hava.help. Du bist auch Initiatorin des Projekts Scoring Girls. Und das ist eine Initiative, die sich einsetzt für Fußballtraining, Schulnachhilfe und Berufsorientierung für Mädchen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte. Hallo Tugba. Hi. Als nächstes freue ich mich, Lisa Kalina von Equaletics e.V. begrüßen zu dürfen. Hallo, Lisa. Hi. Lisa ist Masterstudierende an der Sporthochschule in Köln und ist Mitgründerin des Women Empowerment Blogs Fan von Dir und ist zweite Vorsitzende des Vereins Equaletics e.V. und du bist heute stellvertretend für den Equaletics e.V. hier auf der Female Football Academy. Außerdem freue ich mich, Nina Probst begrüßen zu dürfen. Hallo Nina. Hi. Du schreibst auf Sportfrauen über die weibliche Sportelite. Und da bin ich natürlich auch ganz gespannt auf deine Eindrücke. Und last but not least freue ich mich, Nia Künzer auf die Bühne, auf die virtuelle Bühne begrüßen zu dürfen. Hi Nina. Nia. Du bist ehemalige deutsche Fußballspielerin, viele kennen dich. Du bist heute als Botschafterin für Laureus Sport für Good Germany hier. Und Laureus Sport für Good Germany nutzt die Kraft des Sportes mit dem Ziel, benachteiligte Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen und dadurch auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Wunderbar, dass du auch am Start bist. So, und dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein mit dem Thema, mit den großen Schlagworten Diversity, Empowerment und Gleichstellung. Vielleicht direkt mit dir, Nia. Wie divers würdest du den Fußball heute einschätzen? Ja, das ist natürlich gleich eine komplexe Frage zu Beginn. Und dafür steht Laureus ja auch der Meinung, dass der Sport Kraft hat, das Potenzial, die Welt zu verändern, die kleine individuell für jeden Einzelnen, aber auch die große. Von daher sehe ich schon auch eine gewisse Vielfalt im Sport, auch im Fußball, aber sicherlich, und das wird heute ja auch Thema sein, gibt es den einen oder anderen Bereich, wo wir sicherlich noch mehr Vielfalt reinbringen müssen und vor allen Dingen den Mehrwert der Vielfalt auch quasi den Leuten, die vielleicht noch nicht überzeugt sind davon, dass es tatsächlich eine Win-Win-Situation ist, näher zu bringen. Und der Sport hat auf jeden Fall die Kraft, Dinge zu verändern, aber ist natürlich kein Selbstläufer. Über diese Win-Win-Situation werden wir später auch nochmal näher darauf eingehen. Danke erstmal für diese erste Einschätzung für tatsächlich auch einfach ein großes, komplexes, vielschichtiges Thema. Vielleicht die nächste Frage an Tugba. Alle drei Begriffe sind große Themen und werden ja auch als Antwort auf Homophobie, Sexismus, Rassismus verstanden. Wie erlebst du in deinen Initiativen diesen Wandel und wie erlebst du ihn auch irgendwo ganz persönlich?
Ja, also zunächst einmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Zum ersten Mal Female Football Akademie, finde ich super. Und deswegen bin ich auch ganz, ganz froh, Teil davon zu sein heute das erste Mal. Und um deine Frage zu beantworten, also der Wandel hat definitiv schon stattgefunden, wenn man mal bedenkt, dass früher viel weniger Frauen in der Öffentlichkeit waren und es kaum weibliche Vorbilder beispielsweise gab und vor allem auch kaum Mädchen oder Menschen oder Frauen mit Migrationsgeschichte, die im Fernsehen oder im Sport zu sehen waren. Ich musste mir meine Vorbilder tatsächlich im männlichen Bereich suchen. Und ich finde, dass wir, wie gesagt, schon auf jeden Fall den richtigen Schritt gehen in die richtige Richtung. Wir dennoch einen sehr, sehr weiten und langen Weg vor uns haben, denn Diskriminierung steht für ganz viele Menschen immer noch auf der Tagesordnung, sowohl im Sport als auch im Allgemeinen, in allen Lebensbereichen. Und ich habe selbst während meiner kompletten Karriere auch hin und wieder mal diese Erfahrung machen müssen, leider. Und natürlich auch ja, gerade so Diversität, Empowerment, Gleichstellung, das sind natürlich ganz, ganz prägnante Worte, die natürlich die Antwort auf diese Erfahrung sind. Und das ist auch der Grund, warum ich eben dieses Projekt Scoring Girls aufgebaut habe, ins Leben gerufen habe, weil das eben die Antwort ist meines Erachtens. Und du hast es eigentlich ganz, ganz schön gesagt, beziehungsweise Tabea war es, einfach mal so ein bisschen auch weg von der Theorie, mehr in die Praxis. Und ich glaube, dass solche Projekte genau das eben auch zeigen können und auch, ja, wie gesagt, bewerkstelligen, eben vor Ort und ins Doing zu kommen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weniger Blabla, sage ich immer so gerne, ein bisschen mehr machen. Das wäre ganz gut. Ja, danke auch dafür. Christian, vielleicht deine Einschätzung, wie kommt man ins Doing, was Tugba gerade gesagt hat? Und wie machst du das ganz konkret? Ja, also ich komme ja natürlich ein bisschen so aus der Außensicht als Mann und ja, ich muss sagen, dass ich halt mich natürlich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen muss und mir auch natürlich die Frage gestellt habe, wo war ich denn die ganze Zeit und was haben wir gemacht? Und ja, ich muss da auch meine eigenen Erfahrungen machen und blick da so ein bisschen zurück. Für mich ist so 2011 so ein bisschen so ein erster Aha-Moment gewesen, die Fußball-WM. Als Freundinnen von mir meinten, dass sie damals, das war so deren Moment, wo sie das erste Mal gecheckt haben, wir haben ja Vorbilder. Wie könnten das vielleicht sogar selbst auf dem Fußballplatz sein? Die hatten, so wie Tua gerade meinte, so viele männliche Vorbilder, aber keine von denen hatte irgendwie ein weibliches Vorbild. Und wir haben dann 2014 ein Netzwerktreffen gemacht gehabt, wo wir damals schon über die Frauenquote gesprochen haben. Und da war auch schon für uns klar, die Frauenquote, Vernetzung und Sichtbarkeit, das sind so die drei Punkte, die wir definitiv brauchen. Und wenn ich mir angucke, was seitdem dann passiert ist, also so strukturell nicht wirklich viel, in der Diskussion sind wir heute ein bisschen weiter. Da habe ich auch persönlich eine Erfahrung 2019 nochmal, so ins dieses Machen kommen. Da habe ich festgestellt, es gab gar kein Public Viewing so richtig in Berlin zur Fußball-WM der Frauen. Und in einer Stadt wie in Berlin kein Public Viewing zur Fußball-WM der Frauen, wo bei den Männern das, ja, jeder spät hier hängt einen Fernseher raus, macht ein kleines Public Viewing. Nicht mal das hast du in Berlin gefunden. Und wenn man da auch auf die FIFA-Seite geguckt hat, da hat eine Martha gar kein Profilbild gehabt. Also Martha aus Brasilien, Weltsuperstar im Fußball, hat auf der FIFA-Seite von der WM kein Profilfoto gehabt. Und daraus lerne ich viel und ich glaube, da ist es jetzt wichtig, auch so an Kampagnen quasi jetzt anzudocken, wie Fußball kann mehr. Ich glaube, wir sind mitten in der Diskussion und die müssen wir jetzt ja, weiter fortsetzen. Ja, ich bin auch ganz gespannt, wie die Meinungen von euch allen ist zu Fußball kann mehr. Bevor wir da einsteigen, würde es mich interessieren, Lisa, welche strukturellen Änderungen braucht es, um ja mehr Mädchen und Frauen in den Sport zu bringen? Ich erinnere mich, dass du das auch in deiner Masterarbeit irgendwo behandelt hast, dieses Thema. Vielleicht kannst du darauf etwas eingehen. Ja, ich freue mich auch, heute Teil der Diskussion zu sein.
Es ist schwierig, einen bestimmten Punkt auszumachen, wo die Struktur geändert werden sollte. Wir haben uns jetzt bei Ecoletics darauf geeinigt, dass wir in drei verschiedenen Säulen arbeiten möchten, um zum einen natürlich ins Doing zu gehen und bestimmte Projekte anzustoßen und da wirklich auf den Platz, in die Sporthallen, zu den Kindern und Jugendlichen primär zu gehen und da Veränderungen zu schaffen. Gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, und du hast schon angesprochen, wir sind ein Verein, der größtenteils aus Studierenden noch besteht, also sind da noch der Wissenschaft auf jeden Fall verbunden und merken auch einfach, dass die Probleme und die strukturellen Bedingungen, die Diskriminierung, Rassismus, Ungleichstellung eben bedingen, dass da sehr viel Wissenschaft hintersteckt und dass es da auch einfach sehr viele Studien zu gibt, die wir aber zu unserem Vorteil nutzen können, wo wir aber auch noch sehr viel mehr Recherche und wissenschaftliche Arbeit reinstecken müssen. Und die dritte Säule ist dann die politische Arbeit, weil wir zum einen eben wirklich ins Doing gehen, aber gleichzeitig natürlich auch schauen wollen und schauen müssen, wo es denn die EntscheidungsträgerInnen sind. Und die sind momentan einfach teilweise auf kommunaler Ebene, aber eben dann auch im großen Berlin. Und da wollen wir dann auch politische Arbeit betreiben, haben da gerade unsere AG gestartet. In meiner Masterarbeit beschäftige ich mich tatsächlich weniger jetzt mit dem Thema Gleichstellung, aber merke da auch, also da bin ich in Grundschulen unterwegs, dass es ganz früh schon im Alter bestimmte Vorurteile gibt. Es ist da, das Thema Vorbilder hatten wir auch schon, das ist wissenschaftlich auch nachgewiesen, dass Mädchen zwischen 8 und 10 eher männliche Sportler als Vorbild nach wie vor haben, leider, als das bei weiblichen Vorbildern der Fall ist, bei weiblichen Sportlerinnen. Und deswegen gibt es gar nicht diese eine Struktur, die geändert werden muss. Aber ich habe schon das Gefühl, wir haben es ja in den letzten Tagen gesehen und sprechen es gleich noch an, dass es sowohl öffentlich sehr viel mehr geändert werden muss, also dass es so einen Top-Down-Approach geben muss auf höchster Ebene, der dann unten ankommt, aber eben gleichzeitig auch auf dem Fußballplatz von unten nach oben, dass es da Veränderungen geben muss, damit wir uns alle irgendwann in der Mitte treffen, weil sonst führen wir Diskussionen um PräsidentInnenposten oder Vorstände, wo aber sehr viele Menschen sich gar nicht wiederfinden, weil sie am liebsten nur Sport machen wollen. Ja, danke auch dafür, für diese erste Einschätzung. Nina, du schreibst für Sportfrauen. Ich denke, uns würde alle interessieren, wie sich der Ton über die letzten paar Jahre verändert hat und vor allem auch in den letzten paar Monaten. Was kannst du da wahrnehmen? Meinst du den Ton in den Medien oder von welchem Ton sprichst du? Den Ton in den Medien rund um das Thema Frauenfußball. Ja, also erstmal zur Quantität würde ich sagen, das Thema ist durchaus mehr in den Fokus gerückt. Tugba hat es ja vorhin auch schon gesagt, dass deutlich mehr über Frauen im Sport oder Frauenfußball mittlerweile berichtet wird. Es gibt mehr TV-Präsenz, es taucht auch mal der ein oder andere Bericht in den Printmedien auf, aber wir sind da noch lange nicht dort angelangt, wo man sein sollte, um von einer Gleichberechtigung sprechen zu können. Also wenn man sich jetzt die Bundesliga ansieht in diesem Jahr, während der Saison war da ja nicht mal annähernd jedes Spiel in irgendwie einem ordentlichen Stream zu sehen, was super schade ist, weil gerade auch wenn man sich nicht für einen Verein interessiert, sondern sich grundlegend da informieren möchte, hat man oft nicht die Möglichkeit, sich die Spiele entsprechend anzusehen. Wenn es gestreamt wird, dann oft irgendwie ohne guten Kommentar oder überhaupt Kommentar. Die Qualität ist dann sehr mangelhaft und nicht einer Bundesliga würdig. Und das, das sind noch große Baustellen, die wir da in Deutschland vor uns haben und die wir unbedingt angehen müssen. Und auch der Ton, also es ist besser geworden, habe ich das Gefühl. Es wird mehr sachlich über die Leistung im Frauenfußball oder generell im Frauensport berichtet. Aber rein bauchgefühlsmäßig, also ich habe jetzt keine Studie dazu gemacht, würde ich sagen, sind wir da noch nicht dort angelangt, wo wir sein sollten, um die Wertschätzung dem Frauenfußball gegenüberzubringen, die er verdient hat.
einfach weniger, um über die Frau im Fußball zu sprechen, als über den Fußball an sich. Das würde ich mir wünschen und hoffe, dass wir da auch mit der Football Academy gemeinsam einen Weg finden. Ja, das wünsche ich mir auch. Ich mal ganz kurz ein Zwischenfazit, nachdem wir jetzt von allen von euch ein Stimmungsbild eingefangen haben. Wir haben gesagt, dass Diversität extrem komplex ist, dass es schon ganz jung an Vorbildern fehlt, dass es auch keine gute Qualität der Übertragung gibt. Und diese ganzen Punkte stellen uns vor eine ganz große Fragestellung und Herausforderung, wo packt man jetzt eigentlich an? Wie bekommt man den Sport einerseits inklusiver? Und auch die grundsätzliche Frage, sind wir auf dem richtigen Weg? Vielleicht da nochmal an euch alle gerne, würdet ihr sagen, wir befinden uns auf dem richtigen Weg oder es muss eigentlich noch viel schneller gehen? Christian, vielleicht kannst du ja deine Meinung dazu abgeben. Ausgerechnet ich. Also ich würde eher lieber gerne erstmal den anderen vielmehr den Vortritt lassen. Also ich sage gerne was dazu, aber ich glaube, alle anderen haben da erstmal nochmal vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Ja, super, danke. Gerne, Mia. Gerne. Dann kriege ich mal rein. Das ist so das Einzige, was ich früher schon konnte. Vor allen Dingen, was notwendig ist, zu differenzieren, worüber sprechen wir eigentlich? Also sprechen wir über Frauenfußball? Und da über die Spitze oder die Breite oder sprechen wir über Frauen im Fußball. Und da geht es ja um Führungspositionen oder das Thema, was auch jetzt gerade die Tage sehr präsent ist, um Führungspositionen. Fange ich mal mit Frauenfußball an und da bei der Basis, weil das mir ja natürlich auch sehr am Herzen liegt, auch mein Engagement, mein Ehrenamtliches betrifft. Natürlich steht und fällt es mit dem Zugang. Also wir müssen es ermöglichen, dass Kinder, hier insbesondere natürlich Mädchen mit Migrationshintergrund, wie es so schön heißt, beziehungsweise alle die Möglichkeit haben, Zugang zum Fußball zu haben. Oder mir ist es auch recht, wenn es ein anderer Sport ist. Und das ist natürlich Ziel von ganz vielen Projekten, die auch ich unterstütze, die wir jetzt auch hier gehört haben. Das gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu schaffen und das zu ermöglichen. Und dann wird es auch angenommen. Davon bin ich überzeugt. Wenn man den Mädchen, bleiben wir jetzt mal dabei, die Möglichkeit gibt, Zugang zu Sport und Fußball zu haben, dann wird er genutzt und bewirkt ganz Außergewöhnliches mit den jungen Menschen und den jungen Frauen. Was die Spitze betrifft des Frauenfußballs, natürlich sehe ich auch da Optimierungsbedarf. Ich bin aber auch immer oder möchte immer erst nochmal auch Wertschätzung rüberbringen, wohin wir es geschafft haben. Also in den letzten Jahren, wenn man sich vergegenwärtigt, dass vor 50 Jahren Frauenfußball verboten war, haben wir schon auch in den letzten, zwei Jahrzehnten eine enorme Entwicklung genommen. Aber definitiv, es fehlt noch an Sichtbarkeit, die uns helfen würde an Professionalität, an Strukturen. Ganz klar, da kann Tabea sicherlich, weil sie auch noch nicht so ganz lange aufgehört hat, Fußball zu spielen, sicherlich auch ihre Erfahrungen teilen. Und der dritte Punkt, den ich angesprochen habe, Frauen im Fußball, ein ganz präsentes Thema. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein dickes Brett. Und ich bin sehr froh, dass im Moment so ein Startschuss vielleicht über die neuen Frauen, aber auch den Tag heute hier oder die zwei Tage heute hier, so ein, ja, nicht ein Startschuss, aber eine weitere Staffelübergabe vielleicht und nochmal einen Schub gegeben wird, was dieses Thema anbelangt. Ich muss ganz ehrlich sagen, so mein Hallo-Wach-Effekt war mal eine Teilnahme als Gast, glaube ich, bei einem DFB-Bundestag. Und ich muss sagen, das war schon, will nicht sagen, ein Schock, aber die Rollenverteilung oder die Verhältnisse waren schon sehr erstaunlich. Also natürlich Männer dominiert. Und ich muss sagen, das kenne ich meiner beruflichen Situation, die jetzt nichts mit Fußball zu tun hat, so nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr, up to date. Es ist nicht mehr
so sind wir nicht zukunftsfähig. Ja? In der Konstellation können wir uns oder kann sich eine Organisation meiner Meinung nach, egal ob sie jetzt DFB heißt oder anders, nicht zukunftsorientiert aufstellen. Und das ist das, was ich meine mit Mehrwert. Ein vielfältiges Team, wie auch immer das Team aufgebaut ist oder um was es sich da handelt, hat die besseren Ergebnisse. So. Vielleicht das als kleines Statement zu Beginn. Das würde ich gleich direkt mal mit aufgreifen wollen, weil ich merke das ja jetzt quasi gerade am eigenen Leibe, wie schwer das ist, anhand dieser männlichen Dominanz eine gewisse Sichtbarkeit sich erstmal zu schaffen. Habe ich jetzt anhand des letzten Jahres wirklich am eigenen Leibe erfahren, so von Seiten anderer Verbände mir viel Zuarbeiten gemacht, um mich vorzubereiten, um engagiert zu sein, weil es halt rein aus einer Leidenschaft heraus ist, zu sagen, ich habe eine 14-jährige Erfahrung in diesem Business, in diesem Frauenfußball-Business als Spielerin. Mittlerweile gibt es ja auch viele Möglichkeiten, sich das nochmal, ob es ein Studiengang ist, jetzt über ein Institut, Fußballinstitut in München, um halt dem auch eine gewisse Professionalität zu geben, sich anzubieten. Also zudem gibt es erstmal das Angebot nicht, sich selber in den Raum zu werfen und dann mit jeglicher Kompetenz, die du dir angeeignet hast, inhaltlich zu argumentieren. Und das wird einfach, also die Tür wird dir gar nicht geöffnet. Es wird immer wiederum auf deine persönliche Ebene gegangen. Ich hätte da jegliche Kompetenzen und nicht ohne Grund habe ich ein Kompetenzteam, um auch dort gewachsen ranzugehen, in all den Bereichen rein rechtlich, über Business, über die Politik. Aber es wird dir nicht möglich gemacht. Und das ist halt auch Thema Frauenquote an sich. Ich finde es persönlich traurig, darüber reden zu müssen von einer Frauenquote. Und wir werfen dieses Wort Gleichstellung schon seit, weiß ich nicht, wie lange schon in den Raum. Und es ist halt, es ist die Theorie. Aber die Theorie lebt halt einfach ganz klar von der Praxis. Und da auch nicht den Mut zu verlieren. Ich sage auch immer ganz klar, unter den Eigenschaften aushalten und durchhalten, wird dir der Weg so schwer gemacht. Und letztlich ist die Frage, ob du ausdauerfähig bist oder eben nicht. Und da halt, wie gesagt, das würde ich, Tuba, auch die Frage mal an dich, inwiefern zwecks deiner eigenen persönlichen Erfahrung auch, inwiefern der Begriff Frauenquote thematisiert werden sollte oder wie man da argumentativ herangehen kann. Also zunächst einmal wünsche ich dir, Tabea, natürlich weiterhin viel Durchhaltevermögen bei dem, was du davor hast. Und ja, du hast auf jeden Fall recht, dass man natürlich viel auf Gegenstöße sozusagen stößt. Und ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall für diese Frauenquote, weil das anders in den letzten Jahren scheinbar ja auch nicht möglich war. Und Frauenquote heißt ja nicht, dass wir irgendwem irgendwas wegnehmen wollen, sondern dass wir eben nicht benachteiligt werden wollen, zwar auch nicht bevorteiligt, ja, das wollen wir auch nicht, aber wir wollen uns sozusagen das nehmen, was uns quasi auch zusteht und ganz, ganz ehrliche Chancen dazu bekommen. Und deswegen bin ich auch für die Frauenquote und ich spreche mich auch gerne auch nochmal hier für Fußball kann mehr aus. Ich finde das wichtig und richtig, definitiv. Hab aber kein Aber, so ein Allerdings, hat mir da tatsächlich eine Komponente gefehlt. Ich weiß aber auch, ich bin mir sicher, dass man natürlich auch darauf, also wenn wir schon von Strukturen zum Beispiel reden, und Nia hat das eben eigentlich ganz gut gesagt, geht es ja vor allem auch um Zugänge zu Fußballvereinen beispielsweise, und dann switche ich gleich wieder, ich mache kurz da weiter. Da geht es vor allem aber auch um Kultursensible. Das heißt, ich habe jahrelang von meinen Eltern geheim gehalten, dass ich Fußball spiele. Bis ich Fußball spielen durfte, hat das sehr lange gedauert. Unabhängig davon, dass wir die finanziellen Möglichkeiten nicht hatten. Also ich komme aus einer Großfamilie, ich habe noch 10 Geschwister. War es auch so, dass ich das in meinem Kulturkreis, und das ist, da muss man die Sachen auch beim Namen nennen, sich nicht gehört, für Mädchen Fußball zu spielen, sondern ich sollte mich um andere Dinge kümmern. Und das war jahrelang, hat mich dieses Thema ja auch begleitet. Und so habe ich erst mit 16, 17 tatsächlich angefangen, im Verein Fußball zu spielen. Und wenn seinerzeit nicht Leute da gewesen wären, die gesagt hätten,
komm, wir übernehmen erstmal die Mitgliedsbeiträge und, dann wäre das auch für mich nicht möglich gewesen. Das heißt, das, was ich mit den Scoring Girls beispielsweise mache, ist ja genau das, dass ich die Mädels eben hole mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, mit Fluchthintergrund, egal aus welchen sozioökonomischen Schichten sie kommen. Ich hole sie von der Straße, von den Unterkünften, bringe sie auf den Platz zusammen und das sind immer Mädchen, junge Mädchen, die sich eben Fußballsport oder anderen Sport eben auch nicht leisten können. Und dann ist es aber auch wichtig, und da ist die Arbeit eben auch extrem wichtig, dass man eben dann aber auch die ganzen Familien mitnimmt, dass man ihnen die Ängste und Sorgen nimmt. Ich meine, das sind ja ganz banale, worüber reden wir, aber was ist, wenn das Jungfern heute meiner Tochter reist? Was ist, wenn sie besser Deutsch spricht, als sie ihre Muttersprache spricht? Was ist, wenn ich sie an die deutsche Mehrheitsgesellschaft verliere? Das sind doch Themen, die müssen auch auf die Agenda. Und auch dafür müssen wir gerade in diesem Einwanderungsland, welches wir sind, Deutschland, auch für sensibel sein. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Thema Fußball kann mehr. Ja, Fußball kann sehr viel mehr, aber auch noch mehr. Und da hat mir tatsächlich gefehlt, sage ich nur, das ist etwas, nur was mir gefehlt hat. Ich bin mir sicher, dass ihr vielleicht, also nur meines Erachtens, weiß ich nicht, ob ihr das tatsächlich auch mit einbezogen habt, Leute eben mit Zuwanderungsgeschichte, habe ich jetzt nämlich nicht gesehen und auch noch nicht gehört, die vielleicht so ein bisschen ihre Expertise da vielleicht mit eingebracht haben oder vielleicht auch bei diesem Forderungskatalog, wie will ich jetzt einfach mal so nennen, vielleicht auch aktiv mitgearbeitet haben, weil ich genau diese Seite eben auch extrem wichtig finde. Und das ist etwas, was mir ein bisschen gefehlt hat. Nichtsdestotrotz finde ich diesen Vorstoß super wichtig und richtig. Ich bin für diese Quote. Ich finde es wichtig, dass wir, ich glaube auch, dass jetzt, also now is the time, bin ich fest von überzeugt, dass wir das auch jetzt angehen müssen und sollten, unterstütze da auch, wo ich kann. Mir ist nur wichtig, dass man eben, wie gesagt, auch diese Kultursensible hat und gerade in so einem Einwanderungsland wie Deutschland, wo hier wirklich jede dritte Person, statistisch tatsächlich auch bewiesen, jede dritte Person Zuwanderungsgeschichte hat. Und da ist es mir wichtig, dass wir da vielleicht so ein bisschen mehr drauf achten, mehr eingehen und auch diesen Aspekt tatsächlich mit einbeziehen. Das ist mir persönlich einfach wichtig, deswegen arbeite ich auch mit diesen jungen Mädchen zusammen und ich komme aus diesem Kulturkreis, ich weiß sozusagen, wovon ich spreche und wie wichtig es ist, da sogar teilweise noch mehr Arbeit zu investieren, als es einfach nur darum geht, finanzielle Hürden zu überwinden. Kann ich persönlich absolut mitgehen aus dem Grund oder so, wie ich den Fußball sehe, ist das, dass wir uns keine Grenzen setzen sollten. Weil das ist ja die Leidenschaft jeglichen Menschen, jeglicher Kultur, Herkunft. Beste Beispiel Olympischen Spiele, was da aufeinander trifft. Unterschiedlichste Religionen, Kulturen, Menschen. Und was wird verfolgt oder was letztlich folgt man? Es ist der Sport, es ist die eigene Passion, die du hast. Und das ist, glaube ich, auch in dem Punkt, wo wir eine ganz große Plattform haben mit dem Sport, sei es jetzt Fußball oder auch ein anderer Sport, aber in dem Fall jetzt bei uns der Fußball, zu sagen, wir schaffen hier eine Plattform für jeden. Und das dann auch über soziale Projekte oder gibt es jegliche Möglichkeiten, da auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Und das ist auch das, wo wir ganz klar für Transparenz sorgen müssen. Ja, ich kann mich auch auf jeden Fall mit den Punkten, die du angesprochen hast, Tugba, sehr gut identifizieren. Dass da auch einfach innerhalb der Familie dieser Support herrschen muss und dass da halt stark kulturelle Unterschiede, wie auch immer, da irgendwie diesen Weg etwas steiniger machen können für vor allem junge Mädchen, ist ein sehr guter Einwurf. Und deswegen wunderbar, was du mit deinem Projekt machst. Ich wünsche dir auch weiterhin sehr viel Durchhaltevermögen und Kraft damit. Vielleicht jetzt doch nochmal, Christian, was wünschst du dir von den Vereinen? Was können die Vereine machen, um den Weg noch besser zu ebnen und Diversität nochmal stärker zu leben? Ja, vielen Dank. Jetzt fühlt sich das auch viel besser für mich an.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viele Punkte gehabt. Also ich glaube, wirklich einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir Sichtbarkeit schaffen müssen, dass wir weiter fördern, befördern müssen und da wirklich auch viel mehr uns noch vernetzen. Wie oft höre ich, wir wurden gar nicht gefragt. Also Frauen werden oft auch gar nicht gefragt, werden gar nicht in die Prozesse mit eingebracht. Und ich glaube, das findet jetzt gerade alles statt. Und deswegen, wir sind da jetzt, denke auch wirklich gerade mal am Anfang so richtig. Also wir merken erst gerade, welche Kraft auch dahinter steckt, wie viele fitte Frauen wir auch haben, die wirklich Power haben, die Ideen haben, die wir eigentlich nur einbeziehen müssen. Und da, wo wir jetzt quasi die Netzwerke schaffen müssen. Und das muss man auch einfach festhalten. Das haben sich alle Frauen, wie sie im Fußball sind, wirklich selbst erarbeitet und erkämpft. Ich denke da an wirklich die Debatten so in den letzten Jahren, die wirklich erst so viel Kraft da reingebracht haben, Equal Pay. Bei der Diskussion um Equal Pay geht es ja gar nicht darum, dass Frauen jetzt auch alle Millionen verdienen wollen, keine Ahnung. Also wäre natürlich auch toll. Aber ich glaube, dass viele Frauen sich erstmal grundsätzlich wünschen, davon leben zu können, da Perspektiven zu haben im Fußball, ob jetzt bei den Frauen, ob bei den Männern, in den Geschäftsebenen, Vorstandsebenen, in allen Bereichen. Ich frage mich, wann... Wir diskutieren auch immer über die ganz großen Bretter, also halt die Nationaltrainerin im Männerfußballbereich vielleicht. Aber wenn wir schon mal dahin kommen würden, dass vielleicht auch eine Assistance-Trainerin dort vielleicht auch mal aktiv wird. Also auch der Torhüter, die Stürmer, keine Ahnung, kann auch von einer Frau trainiert werden. Das sind so alles Punkte. Und was, glaube ich, auch zu viel Sichtbarkeit jetzt beigetragen hat, aber das täuscht auch wieder über die gesamtgroße Debatte hinweg. Viele Frauen sind heute bei Instagram viel selbstständiger, viel aktiver, können sich selbst vermarkten, promoten. Aber ich, wo sie ja teilweise auch Millionen erreichen. Aber ich glaube, das täuscht auch so ein bisschen wieder über die Gesamtdebatte hinweg. Auch so, wenn ich jetzt sehe, wie viele Beiträge, wie jetzt auch mit Sportfrauen.net, also mit Nina jetzt zum Beispiel auch haben und anderen Portalen. Aber im Vergleich zu den Männern im gesamten Sport und im Vergleich zum Fußball ist das trotzdem immer noch ein Witz. Und da meine ich wirklich im Mainstream und nicht so eigene Formate wie ja FFM oder, sondern wir müssen auch wirklich in den Mainstream rein und die Frauen dort viel sichtbarer machen. Und ich glaube, das sind so die Sachen. Oder ich will auch kurz noch früh den Podcast nennen, weil darüber haben wir auch in den letzten Jahren so viel Sichtbarkeit geschaffen. Also halt auch wieder was die Frauen sich selbst geschaffen haben und jetzt zum Teil einen Podcast dann bei Sport1 haben und so weiter. Aber da müssen wir auch noch uns alle viel mehr an die Nase packen. Danke für den Beitrag. Vielleicht bleiben wir mal direkt da in diesem Bereich Social Media und digitale Gesellschaft. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, die Female Football Academy findet ja gerade im Kontext der Republika statt. Das ist ja eine der größten digitalen Gesellschaftskonferenzen. Und von daher gar nicht mal so verkehrt, da zu schauen. Vielleicht auch mit Blick auf Nina. Was glaubst du, welche Rolle spielt, dass man da sich auf Instagram positionieren kann, sich selbst besser auch vermarkten kann, auch gucken kann, was machen die anderen, was machen die in den USA oder in anderen Ländern? Wie ist da deine Einschätzung? Glaubst du, das trägt zu so einer gesamten Aufwertung und höheren Wertschätzung grundsätzlich bei? Und gleichermaßen, wo siehst du da auch weiterhin Herausforderungen für Frauen, die sich nach vorne bringen möchten und da mehr Sichtbarkeit erreichen möchten? Also grundsätzlich ist es natürlich eine super Möglichkeit, die sozialen Netzwerke zu nutzen, um sich zu präsentieren, um seinen Sport zu präsentieren. Es schafft halt wahnsinnige Transparenz. Man bekommt Einblicke, die man sonst nicht bekommen hat, in den Alltag von Spielerinnen, von Trainerinnen. Und das allein ist auf jeden Fall ein enormer Mehrwert, den das Ganze schafft. Allerdings fürchte ich und weiß ich auch von vielen Gesprächen, dass man halt vor allem diejenigen erreicht, die sich sowieso schon mit dem Frauenfußball identifizieren und dem folgen. Und wenn man, wie es gerade gesagt wurde, wenn man es nicht schafft, in den Mainstream zu kommen, in die großen Medien, die noch ein ganz anderes Publikum zu erreichen können,
dann werden wir es nicht schaffen, diesen Schritt zu gehen, die wirkliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil so, das ist, erlebe ich auch bei uns auf der Plattform, wir haben unser Netzwerk, wir haben unsere Leser, die sind aber alle schon in irgendeiner Weise mit dem Frauensport verbunden, die interessieren sich schon längst dafür. Und was wir erreichen müssen, ist, über diese Grenze hinauszugehen und auch diejenigen zu erreichen, die vielleicht jetzt sagen, das interessiert mich nicht oder warum sollte ich mich dafür interessieren, die müssen wir ins Boot holen. Und das geht nur, wenn wir da ein viel größeres Interesse noch schaffen. Natürlich ist Instagram und Co. Da ein guter Türöffner. Aber ich glaube, da muss man dann noch viel lauter werden und viel stärker auch seine Meinung, seine Stärken spielen. Das geht jetzt auch tatsächlich an die Vereine. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man ruht sich auf dem aus, was man in den letzten Jahren, Jahrzehnten erreicht hat und glaubt, okay, wir haben jetzt da schon viel mehr Aufmerksamkeit geschaffen. Jetzt können wir da ein bisschen zurücktreten. Das ist genau der falsche Weg. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um richtig laut zu werden, um richtig nach vorne zu gehen. Und da müssen vor allem die Vereine noch viel, viel stärker professionalisiert werden. Ich wünsche mir da tatsächlich auch, dass die Medien affiner werden, dass man vielleicht die in diese Richtung fördert, dass man Experten in die Vereine bringt, um auch die Spielerinnen zu fördern. Ich habe das schon so oft in Interviews erlebt, dass diese enorme Bescheidenheit von vielen Sportlerinnen, die dann sagen, ja, aber wir wollen ja gar nicht so gleichberechtigt behandelt werden, jetzt mal enorm ausgedrückt. Die sind zufrieden mit dem, was sie haben und trauen sich nicht, da noch mehr zu fordern. Und da müssen wir aber hin. Wir müssen mehr fordern, wir müssen alles fordern, weil sonst wird man nichts bekommen. Nina, deinem Appell würde ich direkt mal folgen wollen, beziehungsweise das auch nochmal wirklich verdeutlichen, weil aus der Praxis heraus, gut, England würde ich da jetzt mal nicht unbedingt mitzählen wollen, aber so wie ich es in Deutschland erlebt habe, wir haben innerhalb kürzester Zeit die Möglichkeit, Informationen zu spreaden über, sei es die sozialen Medien, über die Webseiten der Vereine, nur dafür brauche ich auch bei dem demografischen Wandel, bei dem Markt heutzutage, um auch Mainstream zu werden, muss ich halt auch Stories bieten. Und ich glaube, da ist nämlich, haben wir das gravierende Problem, ich kenne es von der Vereinsseite her, kaum das Bewusstsein überhaupt dafür. Und inwiefern muss man da auch ganz klar Standards entwickeln für die Vereine? Und vor allem auch das Bewusstsein der jeweiligen Positionen, die in der Pressearbeit ihre Arbeit machen. Und gerade was die sozialen Medien angehen, weil das ist ja genau das. Ich als Spielerin habe ja dann teils auch Vorgaben oder es werden mir Grenzen aufgesetzt, was ich nach draußen geben darf und was nicht. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir ein ganz, ganz großes Problem haben, wo wir überhaupt gar nicht die Aufmerksamkeit schaffen können, weil es uns überhaupt, diese Plattform ist uns gar nicht gegeben. Ja, sehr interessant. Das kenne ich natürlich so nicht und habe dann natürlich so ein paar Fragen. Ist das bei den Herren dann auch so? Kann ich jetzt persönlich ja so nicht sagen, aber ich meine, wenn man ja auch mal so durch die Portale scrollt oder den Geschichten auch folgt, es ist natürlich immer vermehrt das Gleiche. Und ich sag mal so, von dem, wovon wir ja auch damals als Jugendspielerin gezehrt haben, ist einfach von der Inspiration unserer Vorbilder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das geht verloren. Das geht völlig verloren, wo ich sage, okay, ich habe hier unterschiedlichste Inspirationen mit einer gewissen Geschichte, mit einem gewissen Charisma, den ich folge, weil ich deren Werte einfach teile. Und diese Plattform ist so nicht mehr gegeben, weil wir dem selber die Grenzen aufsetzen. Und das ist halt im Sinne der Sichtbarkeit und dieses Mainstream-Werden, wirklich auch voranzugehen, einfach uns die Grenze gesetzt und vor allem vielleicht auch vermehrt setzen wir uns die Grenzen selber. Das ist natürlich auch eine Frage des Wertes, beziehungsweise inwiefern bin ich auch wirklich mutig.
Ja, klar. Und das greift dann wieder ein in die größere Debatte, wo wir grundsätzlich vom Gender Pay Gap sprechen und von gegebenenfalls einem Imposter-Syndrom zum Beispiel. Und dass sich das dann natürlich auch im Fußball wiederfindet, ist ganz offensichtlich. Aber dass sich das dann so klar in den Strukturen wiederfindet, ist immer mal wieder erschreckend. Ja, danke auch dafür. Wie machen wir weiter? Ich würde natürlich sehr gerne nach Lösungsvorschlägen suchen. Und da könnte man vielleicht anfangen mit der Frage, wer muss eigentlich für wen einstehen oder wer muss für wen kämpfen? Nicht, dass ich jetzt hier einen Kampf ausrufen möchte, aber trotzdem die Frage, müssen die Männer im Fußball nochmal sich mehr einstellen oder ja, für Frauen? Und wie sieht es auch aus für Cisgender-Personen im Fußball? Müssen die sich nochmal mehr aussprechen? Da würde mich gerne eure Meinung auch interessieren. Vielleicht möchte Lisa was dazu sagen, sehr gerne. Ja, danke, dass du das angesprochen hast. Die Thematik von Cis-Männern und Cis-Frauen im Fußball wollte ich eh nochmal einbringen. Tumba hat es ja auch schon gesagt, dass bei der Debatte, wo es jetzt darum geht, was kann der Fußball, was kann Frauen im Fußball und im Sport mehr, darf man natürlich auch nicht außen vor lassen, dass es Personen gibt, die sich auch nicht als Frau oder als Mann fühlen, dass eben nicht binäre Personen im Sport sichtbarer werden und aber auch sichtbar gemacht werden müssen. Und da ist es letztendlich egal, wer dahinter steht, ob Cis-Personen dahinter stehen, ob Trans-Personen selber aktiv werden. Aber ich glaube, da müssen wir uns auch alle bewusst werden, dass wir da Allyschaften bilden müssen, dass wir irgendwo auch Banden bilden müssen, um gemeinsame Ziele zu erreichen und da auch entsprechend Förderung, sei es durch Verbände, sei es vom Staat, zur Verfügung gestellt bekommen und da aus dem Töpfen wirklich Ziele erreichen, die einfach so strukturell bedingt sind, wo wir aber gegen vorgehen können. Und ich denke, dass wir da durch den Austausch und durch Netzwerkbildung auf jeden Fall weiterkommen, aber dass da auch noch sehr viel mehr geht, weil wir in unserer Arbeit jetzt auch gemerkt haben, dass es so viele tolle Projekte und Initiativen gibt, die dann aber schon oftmals ihr eigenes Süppchen kochen, weil es auch nicht anders möglich ist, weil jeder seine Grenzen kennt und Ressourcenknappheit da auch einfach nach wie vor herrscht. Ja, aber ich denke, dass wir da uns auch nochmal bewusster sein sollen, was gibt es, was können wir machen, aber wo gibt es einfach schon Strukturen, wo wir anknüpfen können. Und um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich brauchen wir Alliierte überall und es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn auch männliche Fußballer in das Thema eintreten. Ich finde es wichtig, wenn wir uns nicht darauf verlassen und wenn es dann nicht wieder zu einer Diskussion führt, dass nur weil ein männlicher Fußballer mit Reichweite XY was sagt, findet das dann Anklang. Und da waren die letzten Tage einfach schön zu sehen, dass es Frauen aus dem Sport sind, Frauen, die im Sport erfolgreich sind und da bestimmte Forderungen stellen, die uns allen ja auch schon seit Jahren bekannt sind. Also Stichwort Parität, Stichwort Inklusion, gendergerechte Sprache sind ja Themen, die wir alle seit Jahren betreiben. Es schadet nicht und es ist sogar hilfreich, da alle mit ins Boot zu holen, aber uns untereinander zu verknüpfen, finde ich da auch einfach nach wie vor sehr wichtig. Und ja, da ist noch viel zu tun. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Wunderbar. Ja, es ist natürlich auch wichtig, auch sowohl Sponsoren, Fans, aber auch Spielerinnen selbst irgendwie auch mitzunehmen bei all dem. Das heißt, dass es eine Gleichstellung geben muss in Bezug auf die Anerkennung der sportlichen Leistung. Also, dass das hergestellt wird. Dass aus der Fankultur, das ist gerade, wir haben es ganz oft jetzt gesagt, diese mediale Begleitung, die extrem wichtig ist. Und ja, es wird medial berichtet über den Frauenfußball, aber also ich, bevor ich, bis ich fertig bin mit Sippen und wo und wie und wann, ist das Spiel schon lange vorbei, beziehungsweise die erste Halbzeit. Also so, dass da auch so eine Einfachheit reinkommt, dass man das gar nicht so kompliziert denkt, dass es eine Selbstverständlichkeit sein muss. Und Christian, ich muss sagen, ich habe nichts gegen Großdenken. Also ich denke gerne groß. Das heißt, warum nicht eine Bundestrainerin auf männlicher Ebene? Also ich will damit nur sagen, unseren Gedanken und unseren Visionen und unseren Träumen sollte eben keine Grenze gesetzt werden. Und das ist eben genau das, was Tabea sagt. Das habe auch ich als Spielerin ganz oft gemerkt,
diese Bescheidenheit, diese falsche Bescheidenheit an der falschen Stelle, das ist eben nichts Gutes, das kommt uns nicht zugute und auch all denen, die nach uns kommen, kommt das eben auch nicht zugute. Und ich glaube, dass wir halt so auch jetzt die Generation sind, die da so ein bisschen mehr, ja, Kampfmodus, aber bitte nicht aggressiv, sondern wirklich das einfordern sozusagen, sofort das einzufordern, was uns eben auch zusteht. Und ich glaube, dass wir da übrigens auch viel mehr noch mit den Fans zusammenarbeiten können. Quasi, dass wenn jetzt beim ersten FC Köln war es tatsächlich egal, ob ich jetzt für die Männermannschaft gespielt habe oder für die Frauenmannschaft, weil FC-Fan ist halt Jeck und dem ist das, und wenn du ein FC-Emblem auf der Brust hattest, dann ist der halt durchgedreht. Aber und auch da passiert natürlich was, aber wir haben diesen finanziellen Aspekt, der ist auch enorm wichtig, weil es ging vielleicht nicht allen Fußballerinnen so, aber ich musste neben meiner Profikarriere, ja, trainiert wie ein Profi, verdient wie ein Amateur, musste ich noch 3 Jobs machen, weil kein Arbeitgeber bereit war, mich einzustellen, weil ich ja abends immer zum Training musste, also oder das Wochenende nicht da war und. Das sind auch Herausforderungen, die wir teilweise sehr gerne oder wie auch immer ausblenden, aber das ist nun mal so. Wir gehen alle die meisten einem ganz normalen Job nach und dann geht's abends zum Training. Und wir müssen auch diese professionellen Gegebenheiten schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig, ganz extrem wichtig, damit wir eben auch diese Anerkennung bekommen. Und deswegen muss es strukturell passieren. Es muss strukturell passieren und dann kann es eben fließen, Spitze des Eisbergs, wie gesagt. Und ja, ich bin immer dafür, groß zu denken und dafür werde ich auch immer stehen oder einstehen. Da würde ich gerne drauf reagieren. Steilvorlage, Tuba. Herr Tuba, du weißt ja, ich bin auch, wir denken aber alle groß. Ich wollte das auch gar nicht ausschließen, sondern eher sagen, dass ich mich halt eben genau über solche Sachen halt freuen würde, wenn wir überhaupt darüber nachdenken, Frauen auch bei den Männern zu denken, dort auch eben in diesen ganzen professionellen Bereichen. Und das können ja wirklich alle Bereiche sein. Also von daher, ich will das eher unterstützen, wirklich groß zu denken. Also halt, ich habe ja immer so bei der Frage Equal Pay gefragt oder die Frage gestellt. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, wenn die Nationalspieler im Männerbereich sagen würden, wir verzichten auf die DFB-Bonis und geben die den Frauen. Also weil die Frauen, also ich meine, die Männer, die haben eh schon gut dotierte Verträge in ihren Profivereinen und wenn die das weitergeben würden an die Frauen, glaube ich. Aber eigentlich muss sowas vom DFB grundsätzlich geregelt werden, sodass da das Geld auch gleich verteilt wird. Oder was ich zum Beispiel aber auch schon mal gedacht habe, warum nicht einen eigenen Weltfußballverband gründen, so, ne? So wie es früher die Tennisfrauen gemacht haben und so ihre Aufmerksamkeit bekommen haben. Ich glaube, dass die Frauen sich 3-mal besser vermarkten könnten, als sie derzeit eben vermarktet werden. So, ne? Also da gibt es, glaube ich, viele Ansätze, wo man auch groß denken kann. Aber ich finde das wichtig, dass wir überhaupt in die Praxis kommen, dass wir arbeiten und dass wir uns da weiter austauschen. Und ansonsten, glaube ich, brauchen wir bloß gucken, was alles bei den Männern gibt und was bei den Frauen nicht. Und das ist eine ganze Menge. Und dann, glaube ich, haben wir da auch schon viele Hebel, wo wir uns auch durchaus orientieren können. Wobei ich auch gut finde, wenn es eigene Wege gibt. Und genau. Nia, wenn du das jetzt so hörst, wie geht's dir damit? War das schon mal im Gespräch, als du aktive Spielerin warst? Oder sind diese ganzen Themen jetzt komplett neu oder haben eine ganz neue Dynamik und sind auch um einiges zielführender? Wie würdest du das einschätzen? Ja, natürlich, die Themen gab es schon zu meiner Zeit. Und letztendlich geht es heute noch darum, Rahmenbedingungen zu schaffen im Frauenfußball, professionelle Rahmenbedingungen. Ergeben professionelles oder ermöglichen professionelle Leistungen. Also wie gesagt, wenn ich eine angemessene Infrastruktur habe im Verein, wo auch die Spielerinnen ordentlich trainieren können, ordentlich versorgt sind, ordentlich bezahlt werden und nicht 3 Jobs gleichzeitig machen müssen, ergibt das auch eine professionelle Leistung und ist entsprechend auch professionell vermarktbar oder sichtbar. Darum ging es natürlich auch schon vor 20 Jahren. Es sind immer wieder dieselben Themen, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir im Moment an einem Punkt sind oder wo das Momentum einfach passt und wir dranbleiben müssen. Wir hatten sicherlich Phasen, gerade Hochphase 2011, Frauen-WM, wo die Aufmerksamkeit extrem war.
und Frauenfußball gepusht wurde. Wir haben aber auch erlebt, dass es so ein bisschen, also nicht böse gemeint, aber eingeschlafen ist. Und wir sind jetzt wieder an einem Punkt gelandet, wo wir einfach den Druck aufrechterhalten müssen, die verschiedenen Initiativen laut sein müssen, sich vernetzen müssen, um auch wirklich was zu bewirken. Einerseits in der Haltung vieler vielleicht auch eine Änderung hervorrufen, also nochmal immer wieder sensibilisieren und ja die Augen öffnen für die, die vielleicht das nicht so auf dem Schirm haben, dass doch hier und da was verkehrt läuft und die Rahmenbedingungen einfach ändern. Das ist für mich zwingend sozusagen. Einmal, was den Sport an sich betrifft, aber wieder zurück zu den Frauen in Funktionen, sag ich mal. Auch da müssen die Rahmenbedingungen natürlich passen, so wie in der restlichen Berufswelt auch. Also ich muss natürlich möglich sein für Privat- und Berufsleben oder ehrenamtliche Funktionen unter einen Hut zu bringen. Das ist einfach zeitgemäß. Und nur so kriegen wir auch die Guten. Also das ist im Arbeitsleben, sage ich mal, haben es die eine oder andere schon verstanden, dass wenn ich die Guten haben will, also Qualität, dann muss ich natürlich auch die Rahmenbedingungen schaffen. Gut, ja, trotzdem scheint es ja, dass an sehr vielen Ecken und Enden Veränderung passieren muss. Ob das jetzt, wie wir von Tugba gehört haben, in der Familie beginnt oder dass weitere Vorbilder geschaffen werden müssen, die Strukturen, die Rahmenbedingungen. Mal provokativ gefragt, wie viel Veränderung ist zu viel? Die Frage auch an dich, Nia, was würdest du dazu sagen? Also, wenn wir jetzt bei Großdenken sind, gibt es ehrlich gesagt erstmal keine Grenzen, wenn ich groß denken will. Ich denke, was ich nicht mehr akzeptiere, das Argument, es gibt keine, die es machen kann, es gibt keine, die es machen will, und diese ganzen, das ist einfach nicht mehr zu akzeptieren, sondern wir müssen einfach laut sein. Ich glaube, wir haben viele und sag ich mal, die zwei Tage, da sind sicherlich einige dabei. Wir haben viele geeignete Vorbilder, Menschen, die vorangehen. Und sag ich mal, Vielfalt bedeutet für mich nicht Mann oder Frau. Also wir haben gesprochen, was Vielfalt wirklich bedeutet. Jedes Individuum hat eine eigene Perspektive, die es wert ist, mitgenommen zu werden oder mit eingebracht zu werden. Und da geht es natürlich nicht nur um Mann oder Frau, sondern jeder bringt seine eigene Geschichte und seine Kompetenzen ein. Also also ich würde erstmal sagen, zu viel Veränderung, weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen, sondern wir müssen zusehen, dass sich was verändert. Und die Frage an die Runde, wie können Fans sich einbringen, die sagen, wir stehen für diese Veränderung ein und wir möchten da ganz gerne mehr Vielfalt auch auf dem Feld sehen? Wer hat dazu eine Einschätzung, wie sich ein Fan da einbringen kann? Weil das wäre meine erste Frage als jemand, der jetzt nicht im Fußball so aktiv ist. Vielleicht hat Tugba dazu eine Einschätzung? Ja, gerne. Es fängt ja damit an, auch zu sagen, okay, dann zahle ich bei den Frauen eben keine 6 Euro, sondern auch 20. Also vielleicht auch damit, also tatsächlich. Und aber auch die eben nicht zu sagen als Fan sozusagen, ja, beim Frauenfußball, da gehe ich gerne hin, da kann ich nämlich mit meiner Familie hin. Und beim Männerfußball bin ich eben, um irgendwie Radau zu machen oder so. Also das ist, ich glaube, wir müssen einfach weg davon. Also grundsätzlich, die Fankultur ist so stark eigentlich. Die ist so stark. Und ich glaube, wenn der Verein, und da kommen wir eigentlich wieder auf Verein, Verantwortung sozusagen, den Fans das irgendwie so transparent vermitteln kann, dass die Fans es dann auch verstehen und gutheißen. Ich glaube nicht, dass ein Fan irgendwie ich kann jetzt nur vom 1. FC Köln sprechen, aber da war es beispielsweise so, dass die Dauerkartenbesitzer von der Männermannschaft bei den Frauen freien Zutritt bekommen haben. So.
ja, ist gut, um die Sichtbarkeit zu schaffen und allem drum und dran, aber dann vielleicht irgendwann auch dahin zu kommen, wir wollen ja nicht unterschiedliche Fankulturen sozusagen, wir wollen ja nicht unterschiedliche Menschen erreichen, sondern wir wollen ja alle dieselben Menschen erreichen, wir wollen ja alle dieselben Fans haben. Und ich glaube tatsächlich, dass sowohl Verband als auch Vereine da sehr, sehr viel Verantwortung haben, das auch in diese Fankultur mit reinzutragen. Und jeder Mensch für sich sozusagen, also jeder Fan in dem Fall, für sich auch einfach mal überlegen soll, warum ist es eigentlich so schlimm, wenn ich mir ein Frauenfußballspiel angucke? Also was macht es mit mir? Und möchte Nina, glaube ich, was zu sagen. Und doch. Und genau, dann würde ich einfach weitergeben an dich. Ja, also ich stimme dir da vollkommen zu. Absolut. Nochmal anknüpfend an das, was wir vorhin gesprochen haben über die sozialen Medien. Also ich meine, auch die Fans haben ja die Möglichkeit, in den sozialen Medien aufzutreten und auch dort ihre Fankultur weiterzuleben und an andere weiterzutragen. Und das sollten auch die Fans viel, viel mehr nutzen, um dort den Sport, sei es jetzt der Frauenfußball, der Fußball allgemein, was auch immer, um den dort zu platzieren. Und wenn ich auch Fans sollten nicht still einer Mannschaft folgen, sondern die sollten ihre Leidenschaft, ihr Interesse dafür vorantreiben und mit anderen teilen und andere darauf aufmerksam machen, warum das so toll ist, Fan zu sein. Und eben da sollte man die sozialen Netzwerke ganz stark nutzen, um dann eben auch andere darauf aufmerksam zu machen. Lisa, ich glaube, du wolltest da einhaken. Ja, gerne. Und zwar wollte ich zum einen nochmal ergänzen, dass wir auch gesehen haben, was für eine Macht Fans dann vor allem im Fußball haben, wenn wir uns die Montagsspiele angucken. Also da gab es ja jahrelang Diskussionen und Kampf dagegen, der jetzt endlich erfolgreich führt. Also da haben die Fans eine sehr große Kraft und sind da ein sehr wichtiger Stakeholder zusammen mit dem Verein. Es muss dann, vor allem wenn wir jetzt in die Profi, ins Profigeschäft gucken, muss es aber auch von Vereinsebene und von den jeweiligen Stadien dann auch entsprechende Möglichkeiten geben, dass man sich sicher fühlt, dass man sich wohl fühlt, ins Stadion zu gehen, dass man seine Werte offen ausleben kann, dass wenn ein dummer Spruch von links und dann ein Spruch von rechts kommt, dass man sich traut, sich umzudrehen und was dagegen zu sagen und dann auch sich dessen bewusst hoffentlich klar ist, dass viele hinter einem stehen, dass es da Anlaufstellen gibt, wo man sexistische Kommentare, diskriminierende Kommentare melden kann, wo es dann auch dementsprechend Sanktionierungen seitens des Vereins geben kann, wo es Toiletten gibt, die nicht binär einfach Raum für jegliche geschlechtliche Vielfalt lassen. Also da gibt es so viele Punkte, wenn man allein ins Stadion guckt und auf eine Infrastruktur, die da noch gegeben werden müssen, damit sich jeder und jede als Fan wohlfühlt und sich dann auch dementsprechend für seine oder ihre Werte einsetzen kann. Und da Gehör findet. Ich glaube, Christian kann da auch sehr gut noch mit einstreben.